Hallo und Hallihallo und herzlich herzlich willkommen willkommen auf zu ein einem. Interview, zu Ja. einem Infovideo. Und zwar ist jetzt endlich unsere neue Homepage teamjudea.tv.de, könnt ihr auch in der Beschreibung draufklicken online. Und zwar gibt es da neue Bestandteile, Logo. Ja, es gibt sehr viele neue Bestandteile. Wie wir schon in vielen Videos erwähnt haben, haben wir uns überlegt, mal ein paar Spiele zu casten. Wenn, also hauptsächlich höchstwahrscheinlich League of Legends und halt den Counter-Strike-Teil. Da kann man sich Kurz, jetzt auf der Seite anmelden. ich würde kurz sagen, zu all die nicht wissen, was Casten heißt, das ist halt, wenn ein Spiel läuft und die kommentieren. Und da Genau. Leute drüber kommentieren und halt nebenbei Infos erzählen und so weiter und so fort. Genau. Wie gesagt, auf dem Unterpunkt Let's Cast auf der Webseite ist ein kurzes Formular mit welches Spiel ihr wollt oder welches Spiel ihr spielen würdet und halt noch ein Feld, wo man kurze Informationen eintragen kann. Da am besten reinschreiben, wann und eventuell was es ist. Wenn es geht, sollte es nicht unbedingt ein Matchmaking sein. Genau, also Vielleicht könnt Counter-Strike. ihr ja, am besten wäre halt wirklich, wenn Team gegen Team spielt. Beispiel Vorrunde 99 Damage oder ESEA oder Faceit League, also bei Counter-Strike Sachen. Oder Oder ihr habt Stammkneipe. mal, oder Stammkneipe, oder ihr habt, was ihr auch machen könntet, wenn ihr jetzt zu 10 Mann Counter-Strike's Host Team seid und ihr spielt gegeneinander und drei Mapper oder so, also Best of Three. Sagt uns, wie das Team heißt oder wie ihr heißt und wenn ihr gegeneinander spielt, dann wird der das auch casten. Genau, ganz wichtig, welchen Punkt ich dann auch noch auf der Homepage eintragen muss, ist, ich weiß nicht, wie es bei League of Legends abläuft, aber bei CSS 9.6, kann ich so sagen, da brauchen wir von euch ein HLTV oder SourceTV oder halt, ihr sagt, wir dürfen Zuschauermodus. Das ist an euch überlassen. Aber wir brauchen auf jeden Fall entweder einen Zuschauerslot, zwei Stück. Immer zwei Stück, entweder zwei Zuschauerslots, zwei Source TV oder zwei HLTV. Bei CSGO ist es genauso, gell? Da brauchen wir auch Na genau, entweder das oder GoTV. GoTV oder zwei Zuschauerslots. Und immer trinken zwei. Ach so, was übrigens auch noch ganz wichtig ist, wenn ihr ein Spiel habt, ja, zum Beispiel in der 99 Damage League, fragt euren Gegner, ob das Spiel gecastet werden darf. Ihr müsst damit nämlich einverstanden sein. Falls wir zum Beispiel als Zuschauerslot draufgehen müssen, dass sie nicht denken, wir ghosten oder so. Und sagen denen an, dass Genau. das wirklich mit den Gegnern einverstanden ist. Bei League of Gut. Legends gibt es Zuschauerslots. Ich glaube, da ist 3 Minuten Verzögerung, das ist ja normal. Wir können zu unserem Stream ja auch einstellen, dass wir 3 Minuten Verzögerung haben. Genau, das können wir alles machen. Also einen Zuschauerslot können wir auch immer dann Verzögerung einbauen zum Twitch-Stream. Genau. So, also das war die erste Information. Zweite Information ist, uns hat letztens ein netter User unter einem Video geschrieben, Ja. weiß uns mal kurz, wie der heißt. Auf jeden Fall hat er geschrieben, sag mal, könnt ihr nicht mal auf dem Server so und so gehen und den mal vorstellen. Mein Fighter PvP hat er geschrieben. Wenn ihr irgendwie eine Servervorstellung von irgendwelchen Servern wollt, das auch in Minecraft oder in Eigentlich, wenn ihr sagt, wir sollen euren Counter-Strike-Server vorstellen, weil dort keiner spielt oder was weiß ich, oder ihr habt super Idee, super lustige Idee gehabt für einen Server, aber keiner kommt. Ihr denkt, vielleicht klickt mal jemand auf YouTube rein, dann stellen wir den auch sehr gerne vor. Oder ihr sagt, ihr habt jetzt saugeilen neuen Mod entwickelt, guckt euch den doch mal bitte an auf meinen Counter-Strike-Server. Sau lustiger WC3 plus Dorf-Mod oder so. genau, geht halt Das. dann auch, wie schon erzählt, bei sämtlichen Spielen, wo es halt Server gibt. Und wir müssen das Spiel auch besitzen. Also, ich sag mal, Call of Duty haben wir jetzt nicht. Ja, doch, Call of Duty 4 können wir mal Bestimmt machen. Call of Duty 4 könnte man machen. Rest leider nicht. Ja, beim Rest hört's dann auf. Aber da würden wir uns, wenn ihr da drauf mal Lust habt, oder irgendeinen Server habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Oder schreibt uns auf Facebook Genau. oder auf Twitter. Ja, auf 24/7 auf Twitter sind.
Und dann gucken wir uns das mal an, gucken mal, was auf die Server kippt und stellen das halt mehr oder weniger vor. Genau Könnt ihr so. eventuell noch dazu schreiben, wenn ihr das wollt. Und das wirklich euer Server ist, das geht, das geht, das geht, guckt das mal an und zeigt das mal. Genau so. Das war's eigentlich schon fast. Auf unserer Homepage, ja, könnt ihr mal durchstöbern. Gibt es ein FAQ und einen Uploadplan. Nicht Genau. hundertprozentig punkten, der Uploadplan kann nur kurzfristig geändert werden. Ganz genau. Und ja. Und liked uns auf Facebook. Wenn wir ein paar mehr Likes haben, werden wir auch sämtliche Sachen dort ankündigen und Twitter werden wir uns ja auch followen. Wir haben übrigens auch einen Twitter-Account, habe ich gestern festgestellt. Ja, auf der Homepage ist alles verlinkt übrigens. Genau. Google Plus bitte nicht, da gucken wir nicht drauf. Gut. Könnt auch bei Google Plus schreiben. Nur das wird halt mit alles ein bisschen Warte verzögert. mal, wenn man bei Google Plus schreibt, kommt es, glaube ich, bei YouTube als Pop-up. Also da könnte gut, schreibt uns da auch, das werden wir dann auch sehen. Gut, das war es eigentlich schon zu diesem Infovideo. Let's Cast, so Vorstellung. Und ihr könnt auch gerne mal in Kontakt stehen, wenn ihr sagt, Alter, ihr macht Let's Cast, unsere Vorstellung, wo macht ihr nicht? So und so. Dann schreibt uns einfach mal auf YouTube oder im Kontaktformular und dann machen wir das natürlich auch gerne. Genau. Gut, das war's dann. Na, wir sehen uns bei unserem nächsten Videos. Bis dahin, auf Tschüss. Wiedersehen.